Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich wieder ein Fullface mit den Produkten, die sich in den Beautyboxen befunden haben, sowohl Abo-Boxen als auch Special-Boxen. Und dieses Mal habe ich mir den Monat Mai vorgeknöpft. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin ein bisschen aus der Puste, denn Sammy und ich haben gerade draußen gespielt. Puh! Ja, Sammy liegt ja auch neben mir und versucht wieder klarzukommen. Eieiei. Okay, auf jeden Fall mache ich das jetzt in diesem Jahr so und ich denke, dass ich das auch die nächsten Jahre so weiterführen werde. Mal gucken. dass ich mir die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte aus den Beautyboxen zusammensammle und am Ende des Monats dann ein Schminki davon mache. Ja, diesen Monat ist es jetzt ein bisschen später geworden. Wir haben es jetzt schon Mitte Juni und deswegen hat es etwas gedauert. Aber ja, wir fangen an mit Nagellack, würde ich sagen. Ich habe ja immer meine Nägel in 10 unterschiedlichen Farben. Deswegen habe ich mir dann dieses Mal 2 Finger rausgenommen für die Nagellacke, die ich in Boxen drin hatte. Das war einmal von Nails Inc. in der Glossy Box Girls. Das ist ja die neue Glossy Box. Dieser hier in der Farbe Royal Crescent Gardens. Das ist dieser hier, den ich auf meinem Mittelfinger trage. Der wird weiter wandern. Denn ich habe einen anderen von Douglas, den ich deutlich schöner finde. Der hier ist so... Vom Applikator-Pinselchen mag ich den nicht so gerne, weil das ein sehr hartes Pinselchen ist. Mit dem kann man das echt nicht schön auftragen. Ich habe das hier in 2 Schichten aufgetragen. Dann sieht es schon sehr bonbonnägelmäßig aus, auch sehr deckend und schön, mag ich gerne leiden. Aber ich habe einen in einer ähnlichen Farbe oder also ziemlich genau in der gleichen mintgrünen Farbe und der ist besser, deswegen wird der mich verlassen. Dann hatte ich hier von Barbour einen, der war in der Brigitte-Box mit dabei. Den habe ich in der Farbe 02 Baccarat. Das ist dieser hier und den trage ich hier auf meinem Ringfinger. Das ist ein wirklich wunderschönes Kirschrot und so eine Farbe habe ich tatsächlich noch nicht, obwohl das jetzt nicht so die spektakulärste Farbe eigentlich ist. Deswegen wird der bleiben. Den finde ich auch ganz schön, den mag ich gerne. Der hat sich auch super schön und leicht auftragen lassen. Der ist nicht super deckend, also das ist so ein, wenn ich jetzt längere Nägel hätte, dann würde man das durchsehen können. Ne? Also der ist so leicht schier, aber er macht ein tolles Ergebnis, so richtig, ne? Mag ich gerne. Richtig knallig rot bleibt. Dann habe ich jetzt 3 verschiedene Primer, die ich jetzt in meinem Gesicht auftragen werde. Da weiß ich noch nicht, wie ich die auftrage. Einen links, einen rechts, einen außen, einen oben, einen unten, keine Ahnung. Einmal von Fix & Rouge, den Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream Primer in der Farbe Blush Pink. Der war in der Brigitte Box mit dabei. Den trage ich jetzt erstmal auf der einen Gesichtshälfte auf. Ist halt eine Tube. Kommt auch sehr fest raus und er sieht auch wirklich rosa aus. Und den gebe ich mir hier auf diese Gesichtshälfte. Fix & Rouge ist eine Marke, die super teuer ist, aber die wir jetzt so vermehrt in den Beautyboxen auch immer mal wieder finden. Finde ich eigentlich ganz nett. Ja, für eine Gesichtshälfte hat dieses Würstchen auf jeden Fall gereicht. Gibt einen schönen, ja, gepflegten Effekt, würde ich jetzt dazu sagen. Ist es jetzt groß mattiert? Schon. Also es sieht matter aus als diese Seite, wo noch nichts drauf ist, nur meine ganz normale Tagespflege. Aber ja, hat jetzt nicht groß mega krass mattiert, weil das würde ich auch gar nicht so gerne mögen. Auf der anderen Seite verwende ich einen Primer, den ich in der Cult Beauty Surprise Bag bekommen habe, die man halt gratis mit dazu bekommen hat, wenn man ab einem gewissen Bestellwert bestellt hat. Das ist der Matt Primer ebenfalls und ja, so schaut er aus. Ich glaube, Honest Beauty ist die Marke von Jessica Alba und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie diese Serie damals hieß. Die habe ich so geliebt. Die habe ich immer geguckt. Ich mochte die super gerne. Und das ist halt auch der Moment gewesen, wo sich wahrscheinlich viele von uns in die Frau verliebt haben. Also wo man gesagt hat, das ist eine gute Schauspielerin. Und ja, sie hat halt ihre eigene Clean Beauty Marke auch irgendwie. Ne? Also das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es relativ clean sein soll von den Inhaltsstoffen her. Natürlich noch zu, weil den habe ich noch nicht verwendet. Der sieht so gelblich aus und wirklich wie eine Creme. Eher so wie, eine Wund- und Heilsalbe. Hat so keinen Duft. Der fühlt sich auf der Haut auch so ein bisschen an wie eine Wund- und Heilsalbe. Ja. Ich kann jetzt so vom ersten Auftrag nicht unbedingt sagen, welcher mir besser gefällt, muss ich gestehen. Ich habe da jetzt auch keine Foundation noch nicht drüber, das mache ich ja nachher. Da verwende ich dann eine, die ich halt so generell in meiner täglichen Routine drin habe, einfach um das besser vergleichen zu können, weil ich die Foundation ja kenne und weiß, wie sie sich normalerweise verhält. So muss ich aber auf jeden Fall sagen, gefallen mir die beiden Primer, die haben das Gesicht beide mattiert. Auf beiden Seiten sieht es gesund aus, könnte man theoretisch auch beide einfach so ohne weiteres Make-up tragen und dann einfach als Pflege verwenden. Ja, kann man machen.
Im Look Fantastic Sale habe ich ja auch zugeschlagen und habe mir 3 Boxen für 30 Euro gekauft und in einer der Boxen befand sich dieser Primer drin von Ila Maska. Und das ist das Beyond Veil Skin Glazing Gel. Das soll halt noch so einen Schimmerschein geben. Das ist so eine kleine Größe davon und ich glaube, das gebe ich mir auch irgendwie noch auf. Ich weiß noch nicht wie, aber wir kriegen das schon hin. Weil das halt auch, also im Prinzip kann man es doch sicherlich auch wie so einen Liquid Highlighter verwenden, weil das ja so richtig aussieht wie ein Liquid Highlighter. Ich nehme so einen Stippling Brush von Luxie, das ist die 521 Small Duo Fiber. Das ist auch ein Pinsel, den wir mal in einer Box drin hatten oder in einem Adventskalender. Tippe ich mal so rein. Oh, jetzt habe ich viel zu viel am Pinsel. Oh. Das war zu viel. Gut, aber damit kriegt man wenigstens Produkt raus. Den gebe ich mir hier einfach mal so auf. Und hier, also so auf meine, da wo ich nachher highlighten möchte, stellen. Die Nase. Da vielleicht auch. Der riecht ein bisschen merkwürdig. Aber er gibt Glow. Schon, ne? Also da sind jetzt die Stellen, wo nachher auch noch Highlighter draufkommen, definitiv hervorgehoben worden. Ebenfalls in dieser Cult Beauty Surprise Bag habe ich ein Produkt von Sol de Janeiro drin gehabt. Sowas verwendet man ja ganz gerne für den Oberkörper, fürs Dekolleté, für die Schlüsselbeine. Ich werde es jetzt für meine Beine verwenden. Das ist das Sol de Janeiro Rio Sunset Glow Oil. Sieht so aus und das soll halt einen ja, schönen Schimmer auf die Haut zaubern. Gibt es, glaube ich, auch aktuell von Balea tatsächlich als Dupe, ne? Und auch eine sehr, sehr ähnliche Verpackung. Das sieht sehr, sehr schön aus mit dem Rose Gold. Dann hast du hier oben einen Pumper. Dann nehme ich hier mir mal mein Bein vor. So sieht das Produkt aus. Das ist so ein richtiger Pearly Shine Glitzer Sommer Flow Glow. Scharf. Also an den Beinen mag ich das eigentlich auch ganz gerne. Wenn man dann halt ein Röckchen trägt, so wie ich das heute mache, dann hat man dann so einen schönen, gesunden Glow auf dem Bein. Ja, riecht auch sehr angenehm. Was mache ich hier eigentlich für Verrenkung, Sammy? Ach, ihn interessiert es eh nicht. Okay, ja, du hast hier keinen groben Glitzer oder sowas drauf. Jedenfalls nicht, was man so von der Ferne sehen könnte. Ne? Ich habe jetzt nur einen Pumper draufgegeben, aber ihr seht, ich habe sehr weiße Beine, tatsächlich. Ja. Aus Referenzgründen, hier mit Schimmer, hier ohne Schimmer. Läuft. Okay, nein, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe schon öfters mal auch in anderen Limited Editions solche Produkte gehabt. Oder Charlotte Tilbury hat ja auch so ein Wonder Glow Gedönsen und Trended Up hatte sowas. Aber was ich hier halt auch ganz gut finde, es riecht so gut. Also, das riecht halt wirklich nach dieser, ist das diese Bum-Bum-Cream oder so? Das riecht da schon nach, ne? Ja, und es ist aber nicht so, dass deine Beine dadurch eingefärbt werden. Das habe ich bei manchen anderen Produkten tatsächlich schon gehabt, dass man so eine Art Fake-Strumpfhose drauf hatte, aber da musste man höllisch aufpassen, dass wenn man irgendwo mit seinem Bein dran gekommen ist, zum Beispiel an meine cremeweiße Hängematte, ne, dass das dann auch ganz gerne mal abgefärbt hat. Das macht dieses Produkt wirklich nicht und das mag ich. Also das finde ich schön, das wird auch diesen Sommer verwendet werden. Ich kann ja mal ein bisschen warten. Also es ist jetzt tatsächlich schon eingezogen. Ne? Ich fühle jetzt so über mein, ja moin, über mein Bein so drüber. Das ist schon ganz gut eingezogen. Okay. So, ich habe jetzt erstmal keine Foundation, kein Puder, kein Concealer. Da verwende ich das, was ich da habe und ihr seht das quasi im Schnelldurchlauf. Selbstverständlich verlinke ich auch alle verwendeten Produkte unten in der Infobox, falls ihr das mal schnell nachlesen möchtet. Zuallererst habe ich hier die Yves Rocher Foundation. Es folgt der Nivea Concealer. You Better Work Gym Proof and Waterproof Lidschatten Base von Essence. Kia T London Extraordinary Translucent Powder. Love Perfectitude Aura Glow Powder.
Tarte Hamptons Weekender Face Palette. She Glam Skinny Brow Pencil. Hours Brow Setter von Benefit. Und einfach mal ein bisschen Setting Spray von Love für die Erfrischung zwischendurch. Das, was ich ganz vergessen hatte zu verwenden, ist dieses kleine Schwämmchen aus der Elektra Beauty Box gewesen, was man halt auch super schön verwenden kann, um so unter den Augen den Concealer zu setzen. Das habe ich einfach vergessen, das tut mir leid. Naja, aber ich werde es trotzdem behalten und in Anwendung nehmen. Jetzt kommen wir zu den beiden Lidschattenpaletten, die ich hier habe. Da habe ich einmal aus der Blissim Box die Cella Hello Beautiful Palette. Das ist diese hier. Das ist ein Quattro und Lavie Natural Eyeshadow Palette. Also das ist eine neutrale Lidschattenpalette. Und dann habe ich in der Glossy Box Girls die Bang Beauty Lidschattenpalette drin gehabt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich da einen kombinierten Look jetzt draus schminke oder ob ich ein Auge so, ein Auge so. Ich glaube, ich mache einen kombinierten Look. Als erstes verwende ich diesen hellen Ton aus der Bang Beauty Palette zum Setten. Übrigens hat eben in meiner Augenbraue auf dieser Seite der Primer total gekrümelt. Also der hat sich hier schön reingesetzt. Aber auf der Haut an sich ist er ganz gut. Der setzt sich dann nur blöd in Härchen. Da muss man aufpassen. Dann verwende ich diesen hellen Karamellton, um meine Lidfalte vorzubereiten. Ich verwende beides mal den Luxie 207 Medium Angled Shading Pinsel. Der war auch mal irgendwo in der Box mit dabei. Meist ein Stempel hier an der Seite, erst den Ton auf und dann blende ich den so ein bisschen hier in meiner Lidfalte rein mit solchen Pinseln, weil das immer sehr gut funktioniert. Und somit habe ich dann eine schöne Übergangsgeschichte normalerweise. So haben wir jetzt noch nicht so ultra viel Farbabgabe. Mit einem etwas fester gebundeneren Luxie Pinsel, das ist die 121 Mini Tapered Pinsel, gehe ich jetzt in diese Palette aus der Blissim Box und nehme mir den helleren matten Ton und den platziere ich etwas unterhalb von dem Ton, den ich gerade verwendet habe. Ja, da ist keine große Farbabstufung zwischen den beiden Tönen, das muss ich wirklich sagen. Die tun sich nicht viel. Dann verwende ich den dunklen matten Ton aus dieser Palette mit ebenfalls diesen Pinseln. Und den setze ich mir nur hier außen hin. Daneben setze ich mir dieses Orange, was genau in der Mitte von der Palette ist, auch wieder mit diesem festgebundenen Blendepinsel. Das kommt hier hin, quasi auf bis zur Pupille. Quasi auf bis zur Pupille, genau. Also auf mein bewegliches Lid bis zur Pupille. Nur dieser kleine Streifen. Ja, ich weiß ja nicht. Halt kein großer Farbunterschied hier überall auf meinem Auge. Ne? Ich habe eine kleine Vertiefung und sowas drin, aber ansonsten ist da noch nicht so viel passiert. Egal. So, jetzt widmen wir uns den Schimmertönen. Da gehe ich jetzt von hell zu dunkel. Ich habe in der Elektra Beauty Box diesen Pinsel von Saffron oder Saffron mit drin gehabt. Den möchte ich jetzt verwenden, weil ich denke, dass der ganz gut Pigment greifen wird. Ich habe hier in dieser kleinen Box diesen ganz, ganz hellen Ton und den möchte ich erstmal für meinen Innenwinkel verwenden. Nee, das greift der Pinsel leider gar nicht, ne? Oh je. Ne, der Pinsel greift das auch nicht wirklich. Also so ein ganz Hauch von habe ich dann auf dem Auge. Ich nehme jetzt einfach den Pinsel aus der Elektra-Box, nehme ein Setting Spray und sprühe ihn an. Ja, jetzt habe ich euch angesprüht. Das hat auch gut funktioniert. Ich hoffe, die Linse ist jetzt nicht nass. Nein, ist die nicht. Das geht tatsächlich noch besser, wenn man so einen Pinsel verwendet, der halt nicht ganz so plastikmäßig ist. Also es ist auch synthetisches Haar, aber irgendwie anderes synthetisches Haar. Das ist jetzt von Lovia einer. Problem ist, dass mir das irgendwie meinen Augenlook hier gerade wegnimmt. Seht ihr das? Das hat nicht so gut funktioniert, ne? Am besten geht es halt mit dem Finger, aber da komme ich halt nicht in meinen Innenwinkel rein. Also wenn man den so richtig mit dem Finger aufpresst
und so übers Lid zieht, damit das Pigment dann auch wirklich auf das Auge draufkommt, sieht das wunderschön aus, ne? Aber halt im Innenwinkel ist es ein Graus, weil da kommst du ja nicht mit dem Finger hin. Und gerade ich dann mit meinen Riesenfingern, das funktioniert nicht. Nee. Aber so ist schön. Und dann habe ich hier in der Bang-Palette diesen Ton. Das ist so ein Roségold. Da gehe ich jetzt auch direkt mit dem Finger rein. Der fühlt sich schön cremig an. Und den gebe ich dann auf mein Zentrum. Nach außen hin gebe ich mir den dunklen Schimmerton. So als Übergang zwischen dem Roségold und der matten Farbe, die ja hier schon außen ist. Dann nehme ich mir hier diesen altrosa Auberginenton. Und der kommt an meinen unteren Wimpernkranz. Ja, und das wäre dann tatsächlich mein Augenlook mit den beiden Lidschattenpaletten. Ja, kann man machen. Werden beide bleiben. Für mal eben schnelle Looks sind die, glaube ich, ganz gut geeignet. Farbtechnisch ist es jetzt nicht so der Knaller, muss ich sagen. Wobei ich diesen ganz hellen Schimmerton extrem feiere. Also den finde ich richtig schön. Aber ja, ne, für mal so zwischendurch ist es okay. Haut mich aber beides nicht vom Hocker. Nach einem kurzen Telefonat mit meiner Mama bin ich nun wieder einsatzbereit. Ich habe zwei verschiedene Kajalstifte, die so ein bisschen heller sind. Und die möchte ich beide auf der Wasserlinie verwenden, einen links und einen rechts. Auf dieser Seite verwende ich von Puro Bio den Kajal Matita Ochi, so ist die Farbbezeichnung. Und der war, glaube ich, in der Vegan Beauty Basket. Den mache ich mir jetzt auf diese Seite, hier in die Wasserlinie. Wenn man länger kein Kajal verwendet hat, ne? Oh, dann kitzelt das so und dann tränt das Auge. Der ist recht natürlich. Oh, ich weine hier voll. aber ich finde den eigentlich ganz schön, weil der nicht weiß ist, sondern eher so ein Cremeweiß. Und das ist so ein bisschen nicht so hart, ne? Das ist dann ein bisschen weicher. Öffnet aber trotzdem optisch das Auge. In der Glossybox hatten wir den Define Liner von Kia T. London. Das ist dieser hier. Ich weiß nicht, ob der auch für die Wasserlinie geeignet ist, aber ich werde ihn dafür mal verwenden. Das ist so ein herausdrehbarer. Ja, den kannst du sicherlich auch als Eyeliner verwenden. Aber dafür habe ich gleich noch andere Produkte. Und der hat Schimmer mit drin. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so gut für im Auge drin, wa? Egal. Ja, das wird auch nicht so haltbar sein dann, ne? Das sind eigentlich total Banane, was ich hier mache. Augen zu und durch. Vielleicht so ein bisschen mehr in den Innenwinkel als Inner Corner Highlight, weil das andere ja nicht gefunzt hat. Genau, weil das andere nicht so gut funktioniert hat. Ja, dafür ist er definitiv besser. Weil auf der Wasserlinie sieht man den ja nicht wirklich, ne? Das macht keinen Sinn. Da packe ich mir gleich auch den von Puro Bio mit wieder drauf. Und mache den hier nur so in den Innenwinkel rein. Das macht deutlich mehr Sinn. Ja, da ist er auch sichtbarer. Kann man machen. Ebenfalls in der Elektra-Box hatte ich den Waterproof Black Kohl Eyeliner Pencil 111 von Saffron. Das ist dieser hier. Das ist einer zum Anspitzen und den werde ich jetzt als Eyeliner verwenden auf dieser Seite. Man kriegt halt keine super präzise Spitze hin, aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Die Sache, die man bei solchen Kohlkajalen als Eyeliner manchmal hat, ist, dass die halt über den Tag verschmieren. Gerade jetzt im Sommer, wenn man ein bisschen mehr schwitzt, kann das passieren. Aber so vom Ergebnis, wenn ich den jetzt so auftrage, gefällt er mir auf jeden Fall. Im Look Fantastic Sale habe ich auch von Lottie London den AM2PM Eyeliner mit drin gehabt. Das ist dieser hier und den werde ich dann als Eyeliner auf der anderen Seite verwenden. Das ist einer zum Hochdrehen, glaube ich, ne? Ja. Oh, ich glaube, der war mal beim Swatchen schon abgebrochen. Das ist natürlich bitter. Ja, sieht so aus. Hat hier hinten aber eine Anspitze. Das heißt, ich spitze mir den mal erstmal an. Okay, er ist schon wieder abgebrochen. Senkt die Spitze in diesem Anspitzer drin. Oh, you had one job. Ja, also der Stift scheint sehr gut Farbe abzugeben, denn die abgebrochene Spitze ist über meinen Tisch gekommen und hat mein Tisch gestained. Da muss ich gleich mit irgendeinem Mittel bei. Ich versuche jetzt noch einmal diese Spitze anzuspitzen. Einigermaßen angespitzt kann die Chose nun weitergehen. Also, ne, es ist jetzt angespitzt. So sieht das aus. Spitzer kriege ich den nicht, sonst wird er mir safe wieder abbrechen. Na dann zeig mal, was du kannst. Der Stift ist deutlich härter. Und man muss viel fester drücken, um Farbe zu kriegen. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass er mir schon wieder abbricht. Also, ne. Der Wing hat noch viel weniger funktioniert als dieser Wing. Vor allem ist der Kajal an sich auch nicht so schwarz, sondern eher,
weiß ich nicht, gräulicher. Macht natürlich den Look ein bisschen natürlicher und normalerweise machst du dir jetzt auch mit so einem Stift nicht unbedingt einen Wing. Aber ich muss sagen, dass der hier mir deutlich besser gefallen hat, auch weil der irgendwie angenehmer in der Applikation war. Der ist nicht abgebrochen, während der mir echt mehrfach abgebrochen ist und meinen Tisch versaut hat. Das ist uncool. Das heißt, der von Lottie London wird dann leider nicht bei mir bleiben. Kommen wir zu dem Wunderwerk Mascara. Nein, vorher sette ich mein Gesicht und zwar mit dem Urban Decay All Nighter Setting Spray. So, Mascara. Ich hatte drei verschiedene Mascaren bei mir in Beautyboxen drin. Zuallererst habe ich hier die Anastasia Beverly Hills Lash Break Mascara. Die habe ich auch schon mal mit euch zusammen getestet. Das heißt, da ich drei Mascaren und zwei Augen habe, ne, machst du nur zwei Mascaren drauf. Macht Sinn. Die ist mächtig geil, richtig geil. Und die hatte ich ebenfalls in der Cult Beauty Bag mit drin. Die hat ein erdnussförmiges Kunsthaarbürstchen und die zaubert wirklich ganz, ganz tolle Wimpern. Also die macht ein schönes Ergebnis. Das weiß ich schon, deswegen werde ich sie jetzt nicht verwenden. Bei diesen beiden weiß ich noch nicht, wie die so sein werden und deswegen werde ich sie verwenden. In der Elektra Beauty Box hatte ich die Volume Glamour Max Definition von Bourjois. Das ist diese hier. Und in der Glossy Box Girls hatte ich die Nourishing Mascara von Botanic Beauty, die noch in ihrer Verpackung drin ist. Die hole ich eben raus. Das ist so eine Tubenmascara. Die Bürstchen sind extrem unterschiedlich. Die Botanic Beauty Mascara ist ein Gummibürstchen, was mich sehr an eine MAC Mascara erinnert. Während die Botanic Beauty, nein, das ist die Bourjois und das ist die Botanic Beauty, Entschuldigung. Während die Bourjois ein Kunsthaarbürstchen hat, was relativ weit auseinanderliegende Borsten hat. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht, also was soll ich sagen, beide Mascaren sind keine Mascaren, die mich überzeugen. Warum ist das so? Die Botanic Mascara ist einfach zu wenig. Die macht zu wenig Länge, zu wenig, zu wenig, zu wenig. Und das sind drei Schichten, das darf man nicht vergessen. Während die Bourjois Mascara mir die Wimpern einfach zu sehr verklebt. Und das sage ich. Also mir fehlt es da einfach an Fülle, an definierte Wimpern doch irgendwie ein Stück weit. Also das ist halt extrem Fliegenbeine und aber schön verlängert. Also ich weiß es nicht. Sie haut mich nicht um. Ich denke, die werde ich noch ein bisschen testen und ein bisschen eingrooven lassen. Aber die Botanic Mascara, die ist durchgefallen. Die ist einfach zu wenig. Jetzt habe ich fünf verschiedene Lippenprodukte, wo die Lady neben mir gleich entscheiden muss, welchen davon ich auftragen werde. Anfangen werde ich mit einem Produkt, was ich in der Glossy Box Girls drin hatte, von NYX, den Lingerie Push-Up Long Lasting Lipstick. Das ist dieser hier und das ist einer, den man so herausdrehen kann und wo man auf der anderen Seite auch eine Anspitze hat. Das ist ein ganz schönes Produkt, finde ich. Also ich mag die Farbe, ein schönes warmes Nude. Und so, ja, alltagstauglich halt auch, ne? In der Brigitte-Box hatte ich ein Produkt mit dabei, was dazu auch passen würde. Also die könnte ich theoretisch in Kombi tragen, aber da muss ich gleich mal gucken, was Alexa sagen wird. Und das ist von Belle Hypoallergenic, der Super Nude Gloss. Den könnte man nämlich total perfekt da drüber geben, würde ich mal so sagen. Hat halt so einen Füßchenapplikator. Und das ist 1A die Farbe, ne? Echt krass. Schaut so aus. Ich glaube, dass die Farben von den Lippenprodukten alle sehr, sehr ähnlich sein werden. Von Huda Beauty hatte ich nämlich in dieser Cult Beauty Bag auch ein Power Bullet Matte Lipstick drin. Das ist dieser hier, noch in seiner Verpackung, läuft. In der Farbe Dirty 30, schmutzige 13. Und der sieht sehr, sehr schön aus. Ne? Da sieht man, es ist High-End, Leute. Man merkt es, man merkt es. Ne, der ist dunkler. Das ist doch eine ganz andere Farbe. Ich glaube, den hatte ich doch sogar in dem Video aufgetragen. Auch das ist ja eine schöne, so eine rauchige Aubergine, würde ich dazu sagen. Das ist auch eine schöne Farbe. Ebenfalls in dieser Cult Beauty Bag, glaube ich, ja, hatte ich von Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Luster Luxe Color Rich Lip Lacquer. Das ist dieser hier. In der Farbe Pillow Talk, ja, das stand ja eben schon drauf, Claudia. Ist auch eher so ein Gloss dann, ne? Oder so ein Lip Lacquer, der macht dann nochmal ein bisschen mehr Strahlen auf die Lippen. Das könnte man halt auch in Kombi mit dem von Huda verwenden. Na, das ist ein schräger Swatch, Claudia. Ach, man kann das aber auch einzeln verwenden.
tolle Farbe. Ganz, ganz tolle Farbe. Last but not least hatte ich in der Beauty.at-Box, die ich eigentlich schon vor Mai ausgepackt habe, im April glaube ich, aber im Mai ist das Video online gegangen, von Clarins den Lip Comfort Oil Shimmer Lippen irgendwas Öl in der Farbe 05. Das ist eher so eine Lippenpflege, ne? Hätte ich mir wahrscheinlich eher so im Laufe des Videos auftragen sollen, aber egal. Der schaut so aus. Und der hat halt wirklich so Sparkles mit drin. Aber so pink, wie er hier drin ist, kommt er auf den Lippen sicher nicht rüber. Oder doch? Nee, so deckend ist er nicht. Das ist dann der unterste Swatch. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 3. Okay, ja, dann gibt es die Huda. Ich versuche es auch einfach mal ohne Lip Liner, ne? Krümmelt so ein bisschen nach außen hin, deswegen versuche ich den gerade mit dem Lippenpinsel zu retten. Aber was ich da mache, ist, dass ich mir total die Lippe hier übermale. Das sieht so merkwürdig aus. So kann man es lassen, oder? Ja, ist jetzt ein bisschen hart, ne? Mit diesem dunkelrauchigen Aubergine-Lila-Ton. Weil das nicht so mein genereller Vibe ist, aber irgendwie finde ich das zu so einem zurückhaltenden Augenlook auch mal ganz cool und irgendwie auch so, ich finde es halt partytauglich, ne? Also dafür kann ich mir das vorstellen. Ich glaube auch, dass es einer von solchen Lippenstiften ist, wenn du dann jetzt so auf so ein Kosmetiktuch oder auf ein Stück Klopapier oder Küchenrolle beißen würdest mit den Lippen, dass das dann auch Ewigkeiten halten würde, ne? Das ist natürlich auch nochmal so eine Nummer. Ja, auch wenn wir jetzt mit den Lippenprodukten durch sind, sind wir aber noch nicht mit dem Schminki durch. Denn, ich habe noch diese beiden Schätzeleins, zwei Parfums. Und da müssen wir mal gucken, welcher Duft jetzt so eine ganz gute Nummer wäre. Den kenne ich schon, den finde ich extrem schön. Der war in welcher Box? In der Vegan Beauty Basket war es mit drin. Der war aber auch in einer anderen Box mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Nee, Quatsch, das war im Juni. Entschuldigung, das heißt, das wird im Juni uns nochmal über die Füße laufen. Das heißt, das Forever Rose von Juniper Lane will ich jetzt nicht verwenden, auch wenn der Duft extrem schön ist. Also da kann ich euch wirklich sagen, wer Rose mag, wird diesen Duft lieben. Der ist richtig schön, natürlicher Rosenduft. Es ist aber nicht so altbacken, sondern halt frische, angenehme Rose mag ich extrem gerne. Und das ist ein erschwinglicher Duft für 14,95, glaube ich. Müsste, ne? Kriegst du auch in der Drogerie. Richtig, richtig schön. Hat auch einen schönen Flakon, der so aussieht. Genau, der wurde mir nämlich im Mai nachgeschickt von der Vegan Beauty Basket. Und ich mag den. Weil der in meiner Aprilbox irgendwie leer bei mir angekommen ist. Und da hat die liebe Ina mir den nachgeschickt. Genau. Aber ich habe jetzt hier einen Duft, den werde ich jetzt mit euch auftragen. Das ist aus der Glossy Box Girls, der Superior von S. Oliver. Das ist ein Eau de Parfum und der enthält 30 ml. Auch das ist kein Parfum, was jetzt super teuer ist. Dürfte auch so um die 15 Euro liegen. Das ist so ein recht sportliches Parfum, ne? S. Oliver ja sowieso. Und ich glaube, hier waren noch irgendwelche Noten von Moschus sogar mit dabei. Aber den trage ich jetzt mal auf. Soll man nicht machen, ich mache es immer. Bin noch nie davon irgendwie kaputt gegangen. Der passt jetzt auch so, ne? Weil ich habe dieses frische Make-up tatsächlich, abgesehen von den Lippen, das ist jetzt so ein bisschen verruchter. Das ist so ein Day-to-Night-Look. So ein bisschen. Und ja, also den Duft mag ich sehr, sehr gerne. Der wird jetzt auch in meine Parfumsammlung mit einziehen. Und wenn ich mir das mal angucke, wird aus der kompletten Geschichte von den Beautyboxen, was da drin war, an dekorativer Kosmetik, werden nur diese drei Produkte gehen. Alle anderen Produkte bleiben in meiner Sammlung, was echt für die Produkte spricht. Klar, die Lidschattenpaletten sind jetzt echt nicht der Knaller, das muss man auch so sagen. Wobei ich da, also bei der Bang Beauty Palette muss ich mich noch ein bisschen rumprobieren. Die fand ich jetzt auch ein bisschen schwach auf der Brust und sehr ähnlich beim Auftragen der Farben an sich. Da hat mich tatsächlich das Quattro aus der Blissim Box ein Stückchen mehr überzeugt, weil dieser Schimmerton halt so geil kommt, wenn du den so aufs Auge gibst. Und du halt einfach mit dem Quattro auch 1A einen super schnellen Einzellook schminken kannst. Das heißt, da hätte ich die Bang Beauty Palette gar nicht für benötigt. Aber ja, das ist es jetzt gewesen. Mein Full Face Beauty Boxen aus dem Monat Mai. Ein bisschen verspätet, aber ne, was soll's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!